Ja, hallo und herzlich willkommen zum Replay heute mit dem M4190 GF. Der Lörs, HC Lörs, hat das Ganze eingesandt. Vielen lieben Dank an der Stelle dafür. Und er schreibt schon, iSpot Mittel und natürlich beste Matchmaking, was ich haben kann, ist hier mit seinem 8er in ein 6er Gefecht gerutscht. Also 6er, 7er, 8er, Top-Tier. Da macht es natürlich richtig Spaß. Und das ist halt derzeit natürlich so ein Thema, dass die Lights mit dem aktuellen Matchmaking einfach besonders die Premium, der 1357 und eher der 4190, wirklich richtig, richtig Spaß machen. Schauen wir mal, wie er da jetzt die Mitte aufdeckt und was er da jetzt leisten kann. Macht schon den ersten auf, macht noch mehr auf, findet da einiges. Und man sieht schon, da bekommt er jetzt ganz, ganz, ganz viele Gegner auf. Aber noch nicht viel Beschuss auf diese. Er kann natürlich selbst nicht schießen, weil sonst ist das Thema hier durch. So, da den WZ. Aber den lässt er dann doch mal lieber in Ruhe. Hat schon aber jetzt mittlerweile fast 1000 Schaden unterstützt. So, und jetzt hier der AMX. Aber er hält sich noch zurück. Auch wenn der Zeigefinger, der juckt wahrscheinlich. Der will eigentlich gedrückt werden. Aber er lässt hier einfach erstmal sozusagen sein Team machen. Bisher läuft es ja gut, 1700 Damage. Und finde ich ganz gut, mal den Spot hier zu sehen. Denn ich zum Beispiel stelle mich immer ganz gern hier drüben rein. Aber diese Mitte hier, die sollte man nicht unterschätzen. Die ist sehr gern und sehr häufig. Und gerade weil man eben auch hier diesen Hill abcovert, den man ja sonst eben von der Position, wo ich da drüben mich zum Beispiel gerne mal hinstelle, nicht zu sehen ist. Also vielleicht mal als kleine Notiz für alle, die nicht so ganz wissen, wo sie sich hinstellen sollen. Hier auf der Seite, das geht ganz gut. Wir sehen, 2000 Schaden hat er schon. Oh, der MT, der haut hier, aber der muss jetzt natürlich schnellstmöglich weg. Aber jetzt mit einem Schuss würde... Oh, jetzt geht er auf. Und da macht er jetzt natürlich den Schuss und haut jetzt auch sofort ab. Denn klar, wenn er da aufgeht, bringt dir das nichts, da noch weiter zu stehen. Das heißt, sofort hier in diese Kuhle und da Deckung suchen. Aktuell liegt sein Team noch mit 3 zu 5 hinten. Mal schauen, wie sich da noch das jetzt Ganze so entwickelt. Wie gesagt, vom Schaden her hat er noch nicht wirklich eingegriffen. Und da geht er jetzt auch wieder auf, weil klar, das ist jetzt hier der T34, der ihn da aufdeckt. Aber er kommt da auf die Hellcat drauf. Schöner, schöner Schuss. Kurz eingeaimt und zack drauf. Mittlerweile 4 zu 5 und fast schon 3500 auf der Uhr gespottet. Fliegt der Schuss knapp über ihm drüber. So, da den WZ. Er kann jetzt hier immer sehr schön mit dieser Deckung arbeiten. Und jetzt wird er auch langsam selbst aggressiver. Oh, der war... Da hätte er vielleicht lieber doch den T34 nehmen sollen. Der kommt jetzt nochmal vor. Kriegt jetzt nochmal schön die Seite rein. Also wer hier die Mitte hat, der hat hier schon mal einen ganz guten Vorteil für sich. Aber natürlich auch noch so lange, bis hier ein Gegner reinkommt. Weil da fahrt auch ein Gegner eben sehr, sehr gern rein. Schade, mit dem Schuss hätte er ihn jetzt rausnehmen können. Aber der hat nicht sollen sein. Oh, der ist ein schwieriger Schuss. Ah, der geht gerade so drüber.
Aber jetzt. Jetzt hat er den WZ endlich rausbekommen. Und jetzt steht es 7:6 für sein Team. Also da hat sich es ein bisschen gedreht in für ihn die richtige Richtung. Und jetzt kann er den da auch rausnehmen. Sehr schön gemacht. Auch hier geht er wieder auf. Muss wieder aufpassen. Weil natürlich, er hält nicht so viel aus wie manch anderer Panzer. Aber schon über 4000 Spotting mittlerweile. Oder Unterstützung, sagen wir einfach mal. Und auf den UI kann er jetzt in Ruhe ballern. Er bleibt jetzt hier wieder im Busch. Auch da will er jetzt wieder A spotten natürlich und B natürlich auch schießen. Und da hat es wieder perfekt geklappt. Weg mit dem AMX. Von hinten jetzt der Schuss vom Tiger. Aber der hat vorbeigeballert. Da hat er sofort die Initiative ergriffen und nochmal einen zurückgehauen. Und jetzt will er sich da den Tiger im Nahkampf nehmen. Und ja. Oh, da hält noch die Arti rein. Und der AMX, das Munitionslager. Durch das Munitionslager, das ist jetzt doof gewesen, weil somit konnte der Tiger nochmal einen Schuss rausbekommen, den er eigentlich so nicht mehr, glaube ich, geplant hatte zu bekommen. Der AMX, da pinkt er schon, wo der in etwa war. Und natürlich, die Arti ist auch noch so ein Problem. Mit kaputtem Munitionslager spielt sich dann auch nicht ganz so geil. So, jetzt hat er auch sein Munitionslager wieder am Start, weil der Reload, der ist dann ekelhaft lang plötzlich. Und jetzt will er natürlich den AMX suchen. Was hat er eigentlich für eine Aufgabe? Er muss hier die Basis erobern und das Gefecht gewinnen. Das ist seine Mission. So, da ist die Arti. Oh, und der AMX hat da den KV rausgenommen. Da ist er hinten. Ich verstehe. Aber da kommt er jetzt nicht so gut drauf, denn jedes Mal, wo er sozusagen drauf schießen könnte, kann der AMX sofort zurückballern. So, der AMX guckt jetzt da mal nach, was da los. Auf wen kommt er da drauf? Aber er hat hier schön den Busch vor sich. Au, jetzt ist er offen. Der AMX muss jetzt natürlich kommen. Ansonsten macht er hier weiter sein
Ich halte dich offen, Spielchen. Ja, und man sieht bisher schon 45 Cap-Punkte erholt, aber er wird seine Mission im Team wahrscheinlich nicht schaffen, weil von da hinten kommt noch der IS-2. Da ist der T-55 Mod, der aber irgendwie nicht so richtig weiterfährt. Aber auch der AMX kommt nicht mehr zu ihm, weil er weiß auch ganz genau, wenn ich da jetzt aufs freie Feld fahre, dann bin ich absolut durch, dann habe ich gar keine Chance mehr. Somit bleibt er hier weiter mit dem Cap, um ihn da ein bisschen einfach unter Druck zu setzen, aber macht es sonst einfach sensationell. Ich weiß wirklich auch nicht, was der T-55 Mod 1 macht, weil der Gegner ist klar, wo er ist und was der da unten im Wasser noch im... Vielleicht ist er gerade noch am Fischen oder so. So, jetzt nochmal. Und jetzt hat er da noch einen auf die Kanonenblende vorne drauf geballert, aber es hat nicht gereicht. Arti auch nochmal und IS macht jetzt hier alles klar. Und... weiß nicht, ob er seine Mission erfüllt hat oder nicht. Gegner, nee, ich glaube, die Meldung ist noch nicht gekommen. Sehr schade, weil er hat es eigentlich ziemlich gut geschafft, aber trotzdem eine sensationelle Runde mit 4.186 Schaden, 4.982 unterstützt und trotzdem 100 Cap Points. Dementsprechend 1.979 XP, mal sowas von verdient geholt, denn ohne ihn wäre das hier definitiv kein Sieg geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.